Am Morgen vom ersten Tag zum 26. Rallye Swiss Paris steht als erstes gerade die technische Prüfung von allen Fahrzeugen auf dem Programm. Obwohl wir aus der Konkurrenz mitfahren, muss sich auch unser Opel Kadett B Coupé Rallye aus dem Jahr 1971 den sachverständigen Blicken der Inspektoren stellen. Das Auto ist uns direkt aus dem Opel Museum in Rüsselsheim zur Verfügung gestellt worden. Alles ist abgenommen, wir dürfen auf unseren Standplatz fahren. In der Messehalle zu Basel herrscht bereits ein geschäftiges Treiben. Alle Rallye-Teilnehmer machen noch letzte Vorbereitungen und Anpassungen an ihren Fahrzeugen oder studieren das Roadbook und machen sich schon erste taktische Überlegungen. Auch an unserem Wespi muss der Tino noch das offizielle Rallye-Schild und den Kleber mit unserer Startnummer befestigen. Wegen uns können sie jetzt eigentlich losgehen. Im Innenhof der Messe Basel läuft derweil der Showblock über die Bühne. Über einen roten Teppich paradieren ältere, aber auch brandneue Sahnestückchen aus der Automobilbranche. Also mit der neue Wagen oder das sogenannte Auto des Jahres 2016. Und er fährt diesen Jubilar, meine Damen und Herren, denn es ist der renommierteste Titel der Automobilbranche. Auto des Jahres 2016. Die Reitpilotinnen und Piloten haben sich in der Zwischenzeit zu Weg gemacht und fiebern am Start zur ersten Tagesetappe nach Karlsruhe entgegen. Wir sind ganz nervös. Nervös? Ja, ja, total. Jetzt schon? Total nervös. Oh, ja. Dann noch weiter reisen, aber, ja, 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 geht noch weiter. Aber jetzt geht's los. In der Halle reiht man sich in der Startreihe voll auf und kann die Fahrt über die Startrampe kaum mehr erwarten. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bei strömendem Regen gilt jetzt also auch für uns Rallye Newbies ernst. Der Tino konzentriert sich auf die Strasse, während ich mit dem Roadbook in der Hand den Trittmeter überwache, sodass wir hoffentlich keine Abzweigungen werden verpassen. Es sei hier schon mal verraten, wir haben Abzweigungen verpasst. Die Navigation rein nach Roadbook und analogem Zählerinstrument in der Zeit des GPS ist nicht mehr ganz selbstverständlich. Unterwegs waren die Kolonnen von Oldtimer in den Dörfli und auch über Land ein faszinierender Anblick gewesen. Wir müssen immer etwas vorwärts machen, sodass wir an den interessanten Punkten früh genug ankommen, um mit Leuten zu reden, zu fotografieren und zu filmen. Unsere erste sogenannte Schlauchprüfung steht auf dem Programm. Wir haben natürlich keine Ahnung. Ist es klar, Schlauchprüfung? Nein. Kennen Sie nicht? Nein. Also, wenn Sie über den Schlauch, den ersten Schlauch fahren, ja, bis zum zweiten, müssen Sie 10 Sekunden oder dürfen oder sollten genau 10 Sekunden haben. Weiß man, wie weit der zweite ist, dass man sich ja, der zweite kann ich sagen, der ist etwa 2 Meter vor dem Stoppsignal. Oh. Circa 1,5 Meter bis 2 Meter vor dem Stoppsignal. Gut, wir probieren Viel Spaß. Danke. Ist frei, können gehen. Dankeschön. Prüf den Schlauch. Trippmeter wieder aktiviert und schon geht es weiter auf unserer spannenden Strecke, was immer wieder auch beeindruckende Bauten zu bestaunen gibt, wie zum Beispiel die riesige Metallstrebenbrücke über den Rhein.
Dino geht hinter dem Volant alles und ich versuche, den Faden in der Rallye-Bibel nicht zu verlieren. Manchmal ist es noch praktisch, sich einfach mal stinkfrech an einem erfahrenen Reitteilnehmer ans Hinterteil zu klemmen. Dann ist das Navigieren ein Klaps. Aber irgendwann ist dann auch genug mit Schlärpeln. Schliesslich ist unser Auto mal echte Rallye-Rennen gefahren. In einem pittoresken französischen Städtchen ist dann die nächste Schlauchprüfung angestanden. Der Dino kann jetzt beweisen, dass er vorhin etwas gelernt hat. Exakt 22 Sekunden sind angesehen. So, wir haben eine Schlüssel. 2:20 Sekunden. Volltreffer. Das ist Präzisionsfahren auf Profiniveau. Oder einfach extrem raffinierter Videoschnitt. Kurz vor Etappenende ist uns mit der Vorfahrt im Hof vom Schloss Rastatt in Rastatt normaler touristischer Höhepunkt geboten worden. Das Schloss ist ein ehemaliges Residenzschloss der Markgrafen von Baden-Baden und ist um das Jahr 1700 umgebaut worden. Am Morgen vom dritten Reittag haben alle ihre am Vorabend auf dem Gelände vor prestigeträchtigen Mumm-Kellerei in Reims sicher parkierten Schmuckstück wieder in Betrieb genommen. Und auch ein neues Roadbook ist ausgehändigt worden. Was ist los? Nichts ist gut alles. Halbe Stunde. Fokussierung. Ja. Abfahrt mit Neutralisation, das stimmt. Genau. Aber nachher die Ankunftszeit. An den Oldtimer ist immer noch einiges nachzufüllen, zu kontrollieren, einzustellen und einzuladen, bevor man dann zum Start zwischen den geschichtsträchtigen Tribünen vom Circuit de Reims-Guieux ist losgefahren. Zwischen 1926 und 1966 ist hier Rennsportgeschichte geschrieben worden. Auch der Raid-Organisator, der Hans-André Bichsel, hat noch Grosses vor. Chacun a une enveloppe rouge. Latin, il aurait dû mettre un billet pour vous. D'accord. On leur a écrit l'histoire du circuit des amis de Goethe. C'est super. Alors, on se met ici avec vous au contrôle. Oui, dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils donnent. Okay. Pour le demander. Et puis, s'ils ont oublié, là. Letzte Vorbereitungen und taktische Berechnungen vor dem Start. Für sie nehmen es dort ernst. Andere sehen es lockerer. Ob es auch Werk gibt, sie gehören mehr nicht. Als Oldtimer-Fahrer muss man relaxed nehmen. Ich bin, da hat mich ja schon versägt bei mir Oldtimer.
mal liegen bleiben, noch mal nach. Wir haben einen Achterrädel. Und mit dem muss man einfach leben. Man muss das Ganze chillig nehmen. Dann macht es Spass. In jedem Fall sind aber die wunderschönen Oldtimer-Autos die Stars vom diesjährigen Raid Suisse Paris. Und dass es schlussendlich halt doch ein Rennen mit Sieger und Verlierer ist, auch wenn der Spass grossgeschrieben wird, wird dem beim minutiös durchorganisierten Startprozedere wieder glasklar bewusst. 40, 8, 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Wir sind schon mega gespannt auf den 27. Streit.